wandert es wieder hoch. Warum muss ich das? Was bringt mir das? Da ist noch was anderes drin. Eins, zwei, drei. Ja, aber das hilft mir gerade nicht. Ich möchte an dieses andere. Und er macht da nicht Halt, egal was ich tue. Ah! 1, 2, 3, okay. Muss ich das nur wieder hochschieben, ne? Hoch. Hä? Ist es das jetzt schon wieder zu? Oh, jetzt wieder hier hin. Okay, jetzt eine Metallplatte. Das waren, glaube ich, die Sachen, die ich gesehen hatte, ne? Ich habe jetzt den Schlüssel und eine Metallplatte. Okay, das 3. Ja. Keine Ahnung, was ich hier einstellen muss. Ich glaube, die anderen zwei Dinger nicht. Drei war das da. Eins war jenes. Und oh, 2 war das hier. Jetzt habe ich eine Münze. Und die dann hin. Ich habe den Griff. Jetzt sollte ich vielleicht den Brief nochmal lesen, ne? Alles gut. Ich hab's mir gemerkt. Was sollte ich tun? Was? Zum Glück muss ich mir nicht alles merken. Zwei Metallgriffe gefunden.
Okay, die Schublade hat sich in diesem Moment erledigt. Das freut mich. Ich habe zwei Metallgriffe. Mit denen tue ich jetzt was? Mit diesen Metallgriffen? Kann ich hier irgendwas erkennen? Die sehen, also die Symbole sind alle gleich. Symbole verändern sich auch nicht, ne? Ändert sich hier irgendwas? Was ich nur sehen kann, wenn ich das da anmache? Nein. Wo kommen diese Metallgriffe hin? Das Öffnen der Messingplatten auf der Rückseite der Kiste sieht man nunmehr von der drehbaren Röhre. Ja. Von der drehbaren Röhre. Ja, es ist schön, hier bin ich schon. Gehören die hier oben rein? Was ist hiermit? Da gehören Sachen hinein, aber ich habe keine Kristalle. Wo gehören diese Messinggriffe hinein? Ganz oben drauf ja wohl nicht. Den sternförmigen Schlüssel nach oben drehe. Ich sollte mir die Öffnung hinter den Messingplatten ansehen. Sternförmigen Schlüssel nach oben drehe? Auf 1. Okay, ich habe ihn jetzt auf 1 gedreht. Ja, das ist schön. Okay. Hier kommt der Bogen. Da kommen die Noten hin. Ja. Was genau hilft mir das? Da kommen die Noten hin. Bogen kommt nach links, die hier kommen dahin. Ja. Das ist nach links. Da kommt
Bis dahin. Jetzt riech ich wieder auf 1. Lass mich raten, ich muss eine Abfolge. 573, lass mich raten. Das ist ein bisschen frickelig. Dreh das bitte in die richtige Richtung. Aha. Um rechts ist was zu sehen. Unten links, aha. Was soll ich genau tun? Ja, das weiß ich. Das Okular habe ich doch schon. Die Frage ist, was soll ich jetzt damit machen? Dreh's mal so rum. So, hier so rum. Hier noch einmal nach oben, einmal nach unten, richtig? Hier rum? Ja. Ein roter Edelstein in einer Metallplatte. Du meine Güte. Du meine Güte. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was wollt ihr denn alle von mir? Das einfach so hier rein. Nein, ich darf nur, ich darf nicht. Okay, hier ist dieses Symbol. Aha, ich sehe euch. Ja? Kann ich das von der anderen Seite betrachten?
Ich sehe da, glaube ich, dass ich die Farben nicht einsortieren muss. Ist das richtig? Okay. Das wird jetzt dann Gefrickele gleich gelb rauszuholen. Ach so, da ist ja noch was drin. Okay, ich hab alle Edelsteine. Ist hier auf der Rückseite was zu sehen? Nein. Ich muss das, glaube ich, richtig anordnen. So wohl schon mal nicht. Also gut, ich glaube, Rot gehört definitiv nicht dahin. Blau gehört da auch nicht hin. Oh Gott. Also, Rot gehört da schon mal hin. Rot muss da bleiben. Ist schön. Machen wir grün dahin. Gelb dahin, blau dahin. Also grün und ist, glaube ich, schon mal richtig. Das heißt, gelb und blau sind nicht korrekt, ne? Da. Oh Gott, der Deckel öffnet sich. Nein, es gibt ein nächstes Rätsel. Oh mein Gott. Ich habe dieses Spiel gar nicht so lange in Erinnerung. Ja. Ja. Kann ich das Innere drehen? Ich kann dahin. Ich kann jetzt dahin. Ich kann jetzt nach hier unten. Ich fürchte, Sinn und Zweck wird es sein, dass ich nirgendwo hinkomme. Komm mal bis dahin. Okay, ich bekomme einen großen blauen Edelstein. Der leuchtet. Er leuchtet. Wollte wieder ranzoomen. Reicht das nicht? Das ist nicht richtig? Dachte schon. Dachte, ich soll dieses komische Symbol hier bauen.
Oder reicht das nicht? Ist das das falsche Symbol, das ich hier zusammenbaue? Weiter nach oben kann ich ja nicht. Also ich dachte, ich soll das hier zusammenbauen, oder nicht? Oder nicht? Was soll ich denn bauen? Ja, das sehe ich schon. Ganz blöd bin ich ja auch nicht. Was einfach nur nicht perfekt genug in der Mitte oder so. Was soll ich hier denn bitte bauen? Ich soll dieses komische Symbol nachbauen, oder nicht? Ach, ich muss es direkt dahinter bauen. Das ist meine komische Wand. Direkt andersrum. Aha. Noch mehr Schwierigkeiten. Ich gehe mal da lang. Nein, das war falsch. Okay. Nochmal. Ich möchte gerne erstmal mein Symbol haben, nachbauen soll. Da. Immer genau im Rücken von mir. Da ist nah genug dran. Ich genüge dich damit. Oh, meine Linse zerspringt langsam. Meine Linse ist kaputt. Das war das gesamte Spiel. Oh mein Gott, ich habe 2 Stunden für dieses Spiel gebraucht. Wie peinlich. Du hast es geschafft, unbeirrt, wie ich hoffe, denn es folgen wahrlich noch schwerere Aufgaben. Du hast den ersten Schritt eines weiten Weges getan. Ich mag dir die Wahrheit deiner Lage nicht verhehlen. Ein Zurück gibt es nicht. Für keinen von uns. Du bist vorerst ebenso ein Gefangener wie ich. Schreite besten Mutes voran, mein Freund. Vor dir liegen noch viele weitere Räume. Das war der erste Teil von The Room. Und ich habe ja noch Teil 2 und Teil 3. Und Teil 4 liegt auf meiner Wishliste auf Steam. Und dann werden wir die auch noch alle spielen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, eure Serenity.